So, ja, hallo, da sind wir wieder. Letzte wieder heutiger Tag. Ja, war ein langer Tour heute. Ne? Es kommt ein Video, da sind wir beim Rhein-Weser-Berg-Turm gefahren heute. Es kommt ein Video, sind wir dann Richtung Ahrtalsee gefahren, Richtung Edersee, Diemelsee. Und da stehe ich gerade hier noch am Diemelsee. Ich werde mal schon meine Handschuhe anziehen hier. Und werden jetzt von hier aus, das heißt, werden wir, ich alleine, ja, seit drei Videos bin ich alleine, ja, werde ich mich auf den Weg machen Richtung Heimat, ab nach Hause. Ja, hier am Diemelsee bei schönem Wetter werde ich mich jetzt so ein bisschen auf dieses gerade Ding setzen hier. Ach, traumhaft. Und werde dementsprechend, ja, damit schon nach Hause fahren. Jetzt, ich finde wieder die neue Frontscheibe. Das heißt, die ist die alte Frontscheibe, aber neu foliert von mir. Sieht sehr viel besser aus zu der Maschine. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob euch diese Scheibe besser gefällt hier oder in den anderen Videos, die hier vorgelaufen sind, ein paar andere Videos davor, ob euch die alte Scheibe besser gefallen hat. Na, also mir persönlich gefällt die besser. Und ja, und die muss ja einmal zu Hause geputzt werden, weil tack, 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 tack. Kamera auch ein bisschen dreckig hier, alles, ne, voller Fliegen. Heute war ein Tag, da, ja, haben wir es doch schon ganz schön fliegen lassen, so ein bisschen. Und das haben die Fliegen wohl auch mitgekriegt und haben so ein bisschen, ne, sich von mir fangen lassen, ne, ja, okay. Gut, ja, Reifen sind auch schon eingefahren, die Reifen. Na, mein zweiter Satz jetzt. Im Winter ging das nicht. Jetzt sind sie schön da, wo sie sein sollen. Jetzt habe ich noch Aufnahmezeit. 32 Minuten Aufnahmezeit. 32 Minuten noch Platz auf der SD-Karte. Ja. Dann nehmen wir euch mal so ein bisschen mit. Die Fahrt ist jetzt 2 Stunden, die Fahrt. Jo, 2 Stunden nach Hause von hier aus. Bin nach 7:15 zu Hause, wie ich mich kenne. 8 Uhr wahrscheinlich. Und werde mal zwischendurch so ein paar Szenen reinsetzen hier so ein bisschen. Streckenmäßig. Und dann daraus Video machen von 20, 30 Minuten vielleicht. Weil 30 Minuten habe ich auf der SD-Karte drauf hier. Und die nutzt natürlich voll aus, ne? Für euch. Okay. So, wir fahren mal schön Richtung Heimat, über Winterberg nach Hause. Wir gucken mal. Eine Speicherkarte 128 Gigabyte. Sind dann voll, das Ganze mal drei Kameras. Ja, sind also da 390 GB, die ich da habe, voll habe. Ich rede schon, wäre viel zu viel hier. Ich rede schon, wäre viel zu viel, weil der wollte da vorne mit mir wieder irgendwo reinfahren. Ich passe auch einfach nicht auf hier. Er wollte mit mir hier links rein. Okay, Richtung Bundkirchen. Schauen wir mal. Okay. Katze? Ja, die ist ja nicht so schreckhaft gewesen. So. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Und ich werde mich immer wieder mal zuschauen, so ein bisschen. Dass wir die 30 Minuten noch voll kriegen, also voll kriegen wir die auf jeden Fall. Ich brauche nur laufen lassen, nur dann ist das Video dann zu Ende. Wo ich dann rein zu Hause bin. Naja, okay. So, ich fahre ein bisschen hier. Ich werde immer wieder mal ein paar neue Szenen reinblenden hier von der Strecke. Dass ein bisschen Abwechslung reinkommt hier. Und sag mal, bis gleich.
gucken wir mal. Kommt keiner, kommt keiner. Weiter geht's. Wollen jetzt einmal hier rechts weiter Richtung Brilon. Ja, ich glaube, ich bin schon mal hergefahren mit zwei Bikern. Mit der Toono einer. Das ist eine richtig geile Strecke hier gleich, glaube ich. Ja. Vielleicht ein bisschen durch den Wald geht gleich auch, meine ich. Prozent Steigung. Was hat er da vorne vor? Kamera installiert, auch nicht schlecht. Geht es dann gleich rechts weiter am Ende.
So, ja. Kam schon recht spät jetzt. Ich fahre gleich auf der Autobahn hier. Ich bin da zu Hause bin. Ich wollte ja eh nochmal gucken. Ich habe ja vor ein paar Videos mal mich auf die Autobahn gefahren. Mit meinem Textilkombi. Und windig. Da waren es glaube ich 254 km/h. Müsst ihr nochmal nachgucken, glaube ich. Mal gucken. Was ich jetzt hinkriege. Zumal ich gerade den Tacho ein bisschen verdreht habe hier. Müsst ihr vorbeigucken gleich mal. Aber dann seht ihr es ja nicht. Auch doof. Müsst ihr einmal das Handy umlegen, damit ihr es auch sehen könnt. Mal schauen. Wir gucken mal. Ich habe aber mal scheiß Ideen drauf hier. So, jetzt haben wir richtig fest hier. Okay. So, dann schauen wir mal, was die Maschine hier so kann. Helm zu. Gucken wir mal. Schön und lange gerade wäre schön jetzt. 2,47. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. War die alte Scheibe doch so gut. Wir gucken noch mal. Auch hier 2,54, also die Regel bei 2,54 ab. Bei 2,54 wird hier einfach abgeregelt. Okay. Auch Lederkombi, Textilkombi, das ist egal. 2,54 ist bei meiner Maschine hier. Ja, Feierabend. Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. So, ja, hier fahren wir noch runter dann gleich mal. Richtung Herdringen. Gucken. So, ja, letzten Meter nach Hause, die letzten Meter. Dann nehmen wir euch noch so ein bisschen mit hier. Ja, wie ihr seht, jetzt ist die Sonne schon recht tief. War auch ein langer Tag heute.
gesagt, bin heute Morgen um 10.30 Uhr losgefahren. Wir haben jetzt mal 19.30 Uhr, also 9 Stunden unterwegs gewesen heute. Und ja. Wisst ihr was? Ich bereue nichts. Ein traumhafter Tag. Mehrere Seen angefahren. Mitten in der Woche. Da lohnt es sich doch mal, bei so einem Wetter irgendwo mal einen Tag frei zu nehmen. Morgen soll es wieder ein bisschen bewölkt werden, so ein bisschen. Naja. Wir schauen mal. Wir schauen mal. So, fahren wir vorne gleich rechts Richtung Herdringen. Einmal am Schloss Herdringen vorbei. Wenn ihr mal Rehe sehen wollt, die hier ganz nah am Zaun kommen, kann ich jedem nur empfehlen, kommt mal hier hin. Was machen die dann hier vorne gleich? Wenn ihr ein halbes Flugzeug sehen wollt, könnt ihr auch hier sehen, weil der Baron oder Graf, wie haben wir das gehört hier, der sammelt Flugzeuge. Lagert jemand bei sich im Garten da hinten. Da hinten seht ihr eins da hinten auch, da hinten ist so ein halbes Teil da hinten. Ja. Und da wo das Flugzeug im Garten steht, da laufen auch die Tiere rum. Da hinten ganz viele Rehe, wie ihr seht, da vorne. Ganz viele Rehe. Flugzeugwrack. Ja, kann da hier vorne reinfahren, hier vorne Wagen hinstellen, da vorne sind die Tiere dann. Da kommen wir direkt zu euch hingelaufen. Und denken ja, was für Futter für die. Ja, hier ist das Schloss Herdringen. Das ist einfach nur so ein bisschen der Vorbau, ne, wie es früher war, mit dem Burggraben oder keine Ahnung, was es sein soll hier. Und dahinter, gucken, ob man reingucken kann, kann man nicht. Und dahinter ist halt das Jagdschloss Herdringen. Ja. Äußerlich noch sehr gut erhalten. Ich weiß nicht, wie es innen drin aussieht, ich war nicht drin gewesen. Aber naja, so, dann gucken wir, bin ich da gut dabei jetzt noch. Stückchen Autobahn. Hat doch ein bisschen was gebracht. Bin eine halbe Stunde früher da. Kann dann mein Motorrad schnell abspritzen. Dann abledern. Eben noch die Kette reinigen ganz kurz. Kette neu einsprühen. Und dann die Maschine wieder startklar machen für die nächste Tour. Also tanken tue ich auch noch kurz vorher noch einmal. Das nächste Mal drauf springen kann, direkt losfahren kann wieder. So soll das sein. So, weil ich mich mit Tanken mache, wo ich tanke. Bis 20 Uhr hat die AVI auf, das passt eigentlich. Dann fahren wir da mal hin kurz. Denke ich mal. Ich muss hier mal hinten rumfahren. Ja. Oh, die Sonne, ne, die so tief steht, das ist echt nicht schön. Und ich könnte jetzt mal ein Sonnenvisier da runter machen hier. Heute fahren wir mal eine andere Strecke mit euch. Heute fahren wir aber Holzen heute. Dann zur Tankstelle. Hier vorne mal rechts heute.
Ist ja auch eine schöne Strecke. Kann man mal machen. Kann man mal mitnehmen, so als Abschluss. Ich habe richtig schon auf Gulasch. Mit Semmelknödel. Grüße gehen raus. Die Person weiß schon, wen ich gemeint habe damit. Mit Gulasch und Semmelknödel. So. Der Sonne entgegen, der tiefen Sonne entgegen, jawohl. Tanken kann ich nächstes Mal, glaube ich. Ich glaube, ich fahre in der Waschanlage jetzt. Macht Sinn, ja. Fahren wir zur Waschanlage. Moppi waschen. Kameras einpacken, Kameras verstauen. Und tanken kann ich einfach, wenn ich nächstes Mal fahre. Aber vorher tanken, dann gleich hervor den. Nimm mal die Lübke mit hier. Einmal mein Fotoshooting-Platz hier. Hier steht immer dann, wenn ich Bilder vom Motorrad mache, ob es meines oder ob es eine andere ist, meistens immer hier oben in der Kirche. Die ist vorne vor schön geschottert. Schöner Hintergrund. Ja, hier vorne ist die Kapelle, die Lübcker Kapelle. Ja, und hier vorne vor, stehe mein Motorrad immerhin hier vorne vor und dann mache ich halt Bilder, ne? Von meiner habe ich genug Bilder. Wenn ich meine andere Maschine fahre, leihweise oder keine Ahnung. Vielleicht gibt es nochmal irgendwann eine neue Maschine, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber dieses Jahr nicht mehr, auf keinen Fall. Nächstes Jahr, die muss mich schon umhauen, die Maschine. Die muss vom Händinger so sein wie diese hier. Im Moment sieht man ja auch in den Medien, gerade so in England, dass dort der Erdkönig fotografiert wurde von der MT10. Was ich so gesehen habe, sieht nicht schlecht aus. Soll dann der R1 Motor drin sein. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ja, aber die ist MT10 mit 200 PS hier, aber die müssen ja nachlegen, ja, machen eigentlich.
Bald Cover hat es geschafft mit der ZH2. Ja, wir haben alles Naked Bikes, die richtig viel PS haben. Ja, wenn ihr mal noch eine andere Maske vorne vormacht, eine andere als diese hier. Weil das ist jetzt Geschmackssache, die muss man mögen. Ich mag sie. Aber die meisten mögen sie nicht und darum kaufen die Maschine auch nicht, weil Preis-Leistung ist super hier. Ja, aber wenn jeder andere Maske vorne hat, dann kann schon sein, dass die MT10 dann doch noch öfter gekauft wird vielleicht. Mal schauen. Muss man echt mal gucken, wie sich das so alles entwickelt, wo das so alles so hingeht. Ja, ich fahre jetzt noch einen Ort weiter hier in die Waschanlage. Ich sag hier aber schon mal Tschüss, weil mein Akku hält nicht mehr lange Akku schon, aber meine Speicherkarte ist voll gleich. Ich sag mal danke fürs Mitfahren, danke fürs dabei sein und ja, gerne abonnieren. Na? Und gerne die Glocke anklicken, das Glöckchen, ne, was recht mehr abonnieren ist, um alles zu verfolgen auf dem Kanal hier. Und ich sag mal, bis dahin, euer Makomak. Ciao.